Funky, fröhlich und bunt. Das waren die 70er. Ich bin schon mal in dieses Lebensgefühl eingetaucht und erwarte Sie gleich bei Sonntags, direkt nach den Nachrichten. Hallo, guten Morgen und ganz herzlich willkommen bei Sonntags. Sie wundern sich wahrscheinlich darüber, wie ich heute aussehe, oder? In unserer Reihe Jahrzehnte, die uns prägten, sind wir heute in den 70ern angekommen. Und so hätte ich damals ausgesehen, hier schön mit Mittelscheitel und mit Schlaghose, wie sich das gehört. Und wenn ich die Bee Gees höre, dann denke ich sofort an meine Schuldisco. Der Sound damals, der war großartig. Das Lebensgefühl, das war so positiv. Und es gab viel neue Technik, die unser Leben verändert hat. Zu sehen derzeit in Speyer. Diese Zeit war vor allem in der BRD bunt und funky und voller neuer Freiheiten. In den Schaltzentren der Macht sah das aber anders aus. In Politik, Wirtschaft und Medien, da saßen damals noch immer fast nur Männer. Bis 1977 konnten die Ehemänner sogar noch die Arbeitsverträge ihrer Frauen kündigen, ohne zu fragen. Und falls sie der Meinung waren, sie würden ihre familiären Verpflichtungen vernachlässigen. Doch immer mehr Frauen kämpften damals für mehr Rechte und trieben die Emanzipation richtig voran. So wie Zara Wolf in der neuen ZDF-Serie Zara. Die nächste Folge der Serie Zara können Sie übrigens am kommenden Donnerstag auf ZDF Neo sehen. Und sämtliche Folgen finden Sie schon jetzt in der ZDF-Mediathek. Jedes Jahrzehnt hat ja seinen ganz speziellen Charakter. Und bei den 70ern, da denke ich an Koteletten, an Plateauschuhe, verrückte Muster und Lavalampen und Disco-Dancing. Eine bewegende Zeit also, körperlich, gesellschaftlich und politisch. Ja, daran erinnere ich mich noch gut. Damals war Fernsehen gucken noch was Besonderes, vor allem auch in der ehemaligen DDR. Wir haben die Shows aus dem Westen geliebt. Die ganze Familie saß vor dem Fernseher, hat Dalli Dalli und der große Preis geguckt und ist zur Disco durchs Wohnzimmer getanzt. Die 70er waren ganz schön widersprüchlich. Auf der einen Seite diese Lebensfreude und Aufbruchstimmung, auf der anderen Seite Verunsicherung, Angst und Terror. Der Höhepunkt der RAF-Aktivitäten war ja im Herbst 1977. Diese Zeit ist als deutscher Herbst in die Geschichte eingegangen. Viele von uns denken aber nicht nur an den Terror der RAF, sondern einfach an eine aufregende Zeit. Und im Odenwald gibt es ein Hotel, in dem diese Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Auftanken im Flair der 70er. Ach, herrlich. Ja, schrill in Lack und Leder und breitschultrig, das trugen dann in den 80ern auch Frauen. Und das werde ich dann nächsten Sonntag anhaben. Ja, und am Ende des Jahrzehnts gab es dann ein historisches Großereignis. Den Fall der Berliner Mauer. Mauerreste wie diese hier haben sogenannte Mauerspechter abgeklopft. Was sich in den 80ern politisch, modisch und kulturell sonst so getan hat, das sehen Sie nächste Woche bei uns. Weiter geht es jetzt mit einem evangelischen Gottesdienst aus Karlsruhe. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Bye, bye.